Ein Mann macht einen Geburtsvorbereitungskurs. Wie soll das denn gehen? Der hat doch nie eine Geburt erlebt und der kann überhaupt nicht mitsprechen. Kann der Mann vielleicht doch, weil der Mann hat vielleicht hunderte von Geburten in einem Perinatalzentrum der Stufe 1 erlebt, das heißt in dem Akutkrankenhaus schlechthin. Und der Mann kann vielleicht die Dinge sehr verständlich und sehr leicht erklären, sodass du es dir besser merken kannst und dann unter Geburt besser abrufen kannst. Denn Wissen ist Macht, denn es macht die Dinge einfach sehr viel leichter, wenn du sie vorher verstanden hast. Das nimmt Ängste, anstatt sie zu schüren, weil du weißt zu jedem Zeitpunkt ganz genau, was gerade passiert, was Sache ist und was gerade in deinem Körper abläuft. Aber bevor ich hier um den heißen Brei herumrede, schauen wir einfach mal in den Kurs rein. Ein paar Ausschnitte gibt es jetzt zu sehen und vielleicht änderst du ja deine Meinung über diesen Mann. Man spürt auch, wie das Kind tiefer kommt unter der Wehe. Man hat richtig das Gefühl, okay, es kommt tiefer, es kommt tiefer, es kommt tiefer, läuft bei mir. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man denkt, okay, das passt dann niemals durch. Was ist denn jetzt los? Ist noch falsch. Dann kannst du natürlich nicht mitdrücken, weil das passt, haben wir gelernt im Beckenkurs, passt eben nicht durchs Becken. Zentimeter und hier passen schon 3 Finger rein, also sind das 3-4 Zentimeter Muttermundseröffnung. Leider ist der Luftballon kaputt, aber wir kriegen es hin mit geballter Kraft. Muss ich auch schon richtig mitpressen. Ich habe ein bisschen Angst, was passiert. Bei Schmerzbekämpfung ist eben nicht nur die chemische Keule ganz wichtig, sondern eben auch eine gute mentale Einstellung. Eine Menge Arten, den Schmerz zu bekämpfen, stimmt's. Macht erstmal ein bisschen Hoffnung. Okay, es gibt viele Möglichkeiten, Schmerz zu bekämpfen. Überfordert einen aber auch ein bisschen am Anfang. Quasi vom Schambein hinten bis zum Kreuzbein sind es ungefähr 11 cm. Und 11 cm, wenn man beim Gynäkologen gut aufgepasst hat, ist ganz schön eng. Wenn wir zu den Tipps kommen, auch mein allererster und wichtigster Tipp, nimm dir nichts dogmatisch vor. Und genauso sind die Muskelstränge eben auch angeordnet. Die gehen. Und jetzt habe ich hier eine Gebärmutter mitgebracht. Ist die nicht schön? Das ist die Nabelschnur und die hängt hier noch an diesem roten Gebilde, was die Plazenta darstellen soll. Und hinter der Gebärmutter sitzt der Darm. Und diese ganzen Organe würden einfach rausplumpsen, wenn es den Beckenboden eben nicht geben würde. Aber statistisch gesehen sind Hausgeburten sehr, sehr sicher. Im Hinterkopf behalten, es ist natürlich zu gebären. Es ist nichts Abstraktes, nicht irgendwas, was man neu erfinden muss. Und dann sehen wir uns vielleicht später im Kreißsaal. Bis dahin, viel Spaß mit diesem Kurs.